Willkommen zu einem Fun-Samstag, Sonntag. Ich komme auf Fun-Sonntag. Ich kann nicht mehr reden. Nochmal von vorne. Willkommen zu einem Fun-Sonntag. Heute mal kein Smash, sondern heute spielen wir Crypt of the Necrodancer. Und man sieht hier, ich habe schon ein bisschen was gespielt. Crypt of the Necrodancer ist ein, man kann sagen, Roguelike-Spiel. Remove items from the pool. Okay, nee. Roguelike, ein Spiel, wo man immer neu anfängt. Man hat einen random generated dungeon, wo man Gegner töten muss und Belohnung bekommt. Und mit der Zeit bekommt man neue Upgrades und wird dann immer stärker und kann dann irgendwann auch mal, also ja, und verbessert sich damit immer weiter. Und das Besondere bei Crypt of the Necrodancer. Und das zeige ich mal, indem ich ins Tutorial gehe. Nee. Ich gehe mal in All Sounds Mode gleich. Crypt of the Necrodancer steuert sich rein mit der Tastatur. Also oben, unten, links, rechts. Und Fähigkeiten aktiviere ich, indem ich mehrere Pfeile gleichzeitig drücke. Waffen benutze ich, indem ein Gegner, wenn er in Reichweite ist, wenn ich einfach in seine Richtung lenke. Ganz banal. Das Besondere ist, es ist ein Rhythmusspiel. Man muss im Rhythmus bleiben, also hier wäre es jetzt so. Und da muss man dann durchs Spiel kommen. Wir fangen jetzt einfach mal an. But you start with lower health. Ja, warum nicht? Wenn ich einen Fehler mache, dann kommt meine Bewegung nicht. Und ich verliere einen Bonus, einen Multiplikator, den ich habe. Oh Gott. Und wenn ich getroffen werde, ist das auch ein Fehler. Und jeder Gegner hat ein eigenes Bewegungsmuster, was man lernen muss, wenn man überleben will. Die Fledermäuse zum Beispiel bewegen sich bei jedem zweiten Feld, bei jedem zweiten Schritt, den ich mache, dann automatisch mit mir mit. Die Affen bewegen sich jedes Mal, aber halten mich nur fest. Die Schleime bewegen sich auch jedes zweite Mal, aber nur nach oben und unten. Die Fledermaus habe ich irgendwie übersehen. Der Schleim bleibt nur stehen. Ja, und so muss man einfach die ganzen Gegner lernen. Kann sich hier Waffen kaufen. Oh, ein Breitschwert. Zu teuer. Die Rüstung könnte ich kaufen, aber die bringt jetzt eh nichts mehr, weil ich nur ein halbes Herz noch Leben habe. Ja, und man kann gegen die Wand laufen. Das ist dann, dass man die Wand aufgraben kann. Puh, was ist das? Saves your life. Cool. Okay, das ist schön. Genau, man läuft gegen die Wand, greift sie damit auf. Da war ich jetzt zu schnell. Deswegen habe ich meinen Bonus verloren. Da war ich zu langsam. Und wenn die Monster sich gegenseitig blockieren, dann gibt es keine Angriffe von denen. Also dann... Oh, hallo Vieh. Das folgt mir dauerhaft. Und greift irgendwann an. Ist da nicht Ruhe? Ja. Ein Glasrapier. Glaswaffen zerbrechen. Wenn man einen Fehler macht. Und man kann den Glass Shard, also den Splitter, dann als Waffe verwenden. Und wenn man zu lange braucht, dann fällt man ins nächste Stockwerk. Also es gibt mehrere Stockwerke und irgendwann einen Boss. Und man fällt ins nächste Stockwerk mit dem Zwischenboss ungetötet. Und der landet dann direkt im nächsten Stockwerk, direkt im Eingangsraum. Alter, ich bin gerade zu schlecht, weil auch erklären ist nicht gut. Ah, Mann! Jetzt. So. Wir brauchen mal den Boss. Das Lied ist bald vorbei. Das Spiel lebt vor allem vom geilen Soundtrack. Und da ist was zum Aufsprengen. Wir haben aber keine Bomben mehr. Hallo, Boss. Oh nein, der Drache. Ja, das wollte ich mich jetzt einfach töten. Machen wir eine neue Runde. Weil der Drache ist einer der dümmsten Bosse, die kommen können, finde ich. So. Hap, hap. Ah, ich hüpfe immer rein.
Zusätzlicher Waffenslot. Multiplayer Placed Light. Den Apfel hätte ich gern, das ist ein Heilungsitem. Und der heimliche Star des ganzen Spiels ist der Shopkeeper, den man angreifen kann. Mit einer Bombe. Dann wird er feindlich. Sollte man ihn schaffen, was sehr schwer ist, dann gibt's irgendwie alle seine Items kostenlos. In den nächsten Stockwerken taucht er nicht mehr auf. Schade. Und ja, das Ganze ist allgemein schlecht, wenn man das macht. Deswegen will man das eigentlich nicht tun. Und vor allem, er singt halt immer mit. Das ist das Geilste an ihm. Okay, ich habe die Gegner eingefroren. Wie lang? Sehr lang. Ja, das soll erstmal als Erklärung reichen. Welcher ist das? Die Fledermaus-Gegner. Ah, und ich hüpfe in die Gegner rein. Immer. So. So, wir haben hier den Boss. Der verhält sich wie eine normale Fledermaus. Komm her, danke. So, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Jetzt können wir jederzeit ins nächste Stockwerk, auch wenn uns der Beat ausläuft. Ich kürze mal ab. Geh direkt runter. So, jetzt ist das Ganze schon schneller. Und es kommen natürlich neue Gegnertypen. Wobei zwischen den Stockwerken hier noch nicht so viele. Die Bonusgegner kommen eigentlich meistens, wenn man die Zone wechselt. Zonenwechsel ist dann, wenn man, ich glaube, dreimal eine Ebene gemacht hat. Ah, fuck. Das war schlecht. Ich will aber diesen All-Modus, diesen Alle-Ebenen-Modus weiterspielen. Zumindest noch ein paar Runs. Was hat denn der da für eine Fackel? Consumes Torches on Walls? Ich habe keine Ahnung. Ah, Storage ist gut. Ach, die Tür geht wieder zu. Damit braucht man dann einen zusätzlichen Beat, um reinzukommen. Okay, das Skelett will ich erst machen. So. Der hält zwei Schläge aus. Das ist eine schnellere Fledermaus. Aber eine feige. Aber sie kam her. Warum man eigentlich eine Fackel möchte, ist ganz einfach. Man sieht dann ein Feld weit in die Mauer rein und kann dann dort besser abschätzen, was man vielleicht aufgraben möchte. Skelett, Skelett, Kopf weg, Skelett. Der weg, der steht einfach, dann kann ich das Skelett auch killen. Das hat gut funktioniert. Rechts unten sieht man eine Karte, wer es noch nicht bemerkt hat. Ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel und es gibt auch links unten eine Speedrunner-Zeit, wenn man das Spiel speedrunnen möchte. Hat man direkt eingebaut einen Timer. Und der Drache schon wieder. Ah, es war nicht der rote Drache. Der rote Drache ist der Schlimme. Danke für die Erinnerung. Der rote Drache speit Feuer. Und zwar über eine ganze Reihe von rechts nach links oder von links nach rechts. Und das will man auch nicht haben. Und ich bin erstaunt, wie gut ich reden kann während dem Spielen. Während des Spielens natürlich. Deutsche Grammatik, korrekt. Hallo, Truhe. Breitschwert, ja. Das Breitschwert hat einen Angriff, der geht alle drei Felder vor mir. Also auch die diagonal vor mir. Wenn man da einigermaßen gut steht, kann man damit eben bis zu drei Gegner treffen. Was war da oben drin? Genau, der Apfel und der Rucksack, die will ich. So, jetzt müsste eigentlich gleich unten meine Leiste von grün nach gelb und rot wechseln. Weil eigentlich das Lied bald vorbei ist. Ja, da wird's rot. Ich habe den Soundtrack, ich habe die Version, wo man als DLC den ganzen Soundtrack bekommt. Deswegen kenne ich den auch ganz gut. So, jetzt haben wir alle Gegner besiegt und gehen selber runter. Das ist eine Falltür.
wie man sieht, Skelett verschwunden. Damit kommt man ins nächste Stockwerk. Will man aber auch nicht. Coins? Ich hab gedacht, da gibt's Diamanten. Haben sie das geändert, dass es jetzt beides gibt, geben kann. Da ist ein Bombenschalter, was auch immer der macht. Irgendeine Falle. Ach, puh, blöde Affen. Oh, hallo Boss. Oh, der Boss macht Charge-Angriffe, aber ist relativ schnell. Okay, das ist nur eine Abkürzung. Ich habe gehofft, dass das vielleicht auch ein Bonusweg ist. Also so wie die ganze Zeit, dass da irgendwo Truhen sind. So. Die Schleime gehen noch recht gut, weil die einfach auf zwei Feldern bleiben. Aber schon mit den Skeletten und Fledermäusen ist es ein bisschen anders. Fledermäuse hüpfen irgendwo durch die Gegend. Skelette folgen mir genau. So. Also die Schleime, die kann man ganz gut ausschalten. Das ist einfach eine Übungssache. Timing-Sache. Die anderen sind schon ein bisschen schwerer. Da oben ist verdammt viel rot. Das ist eine Tür. Aber kein Boss. Ich habe jetzt einen Boss erwartet nach der Tür. Das war dumm. Ich hab noch gedacht, das ist jetzt eine Scheißrichtung, aber da war es zu spät, habe ich schon gesteuert. Rapier. Kann ich nicht. Fackel. So, jetzt kann ich nämlich durch die Wand ein bisschen weiter durchgucken und kann damit besser Geheimnisse zum Beispiel aufdecken. Das Spiel ist einfach cool vom Soundtrack her. Den Rapier, den will man auch eigentlich ganz gut haben. Der kann... Ist gar nichts drin. Ah, da ist was drin. Plus Verteidigung. Der Rapier kann zwei Felder nach vorne angreifen. Was erstmal nicht schwer klingt. Aber was der auch noch, was den besonders macht, ist, dass wenn man einen Gegner angreift, der weiter hinten ist, glaube ich, dann hüpft man automatisch mit nach vorne. Und das ist halt einfach auch ein cooles Feature, weil man damit Zeit spart. Aber man springt nur nach vorne, wenn man den Gegner tötet. Also bringt man sich nicht in Gefahr, dass man in den Gegner reinspringt, der lebt. So, und da müsste eigentlich jetzt der Boss sein. Man hat auch gerade gesehen, man sieht die Gegner durch die Wand mit der Fackel. Also zumindest als Silhouette. Ha, perfekt. Und wie die Zombies sich verhalten, habe ich auch noch nicht raus. Ich glaube, die hüpfen nach vorne und hinten. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt machen wir mal die zweite Ebene endlich, dass wir mal die Musik von der dritten hören. Oh, mehr Bomben. Können wir auch mal Bomben verwenden. Ich höre irgendwas, was die Wand aufgegraben hat. Ich glaube, wir haben wieder den Minotauren als Boss. Der gelbe Schleim hüpft im Viereck. Voll reingehüpft. Ich glaube, der Minotaurus ist schon aktiv. Ich habe keine Heilung. Nee, es ist der rote Drache. Ich darf nicht neben ihm stehen. Ah, den Drachen geschafft und beim Skelett gestorben. Ich bin gerade schlecht. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade rede während dem Spielen. Okay, das war... Ich bring mich mal um. Na komm, danke. Das war ein scheiß Anfang. Schon wieder. Ich hüpf dann immer in diese blöden Fledermäuse rein. So. Toll. Den kann man gar nicht. So. Zack, zack. Ich spiel gerade ein bisschen schlechter. Nee, ich möchte restarten. Ich will jetzt einen letzten Run. Und den aber gut und ernsthaft. Und egal wie weit wir kommen, das ist der letzte Run. Hallo, Verfolger.
Drache. Ne, Minotaurus. Okay, das war der Boss. Haben wir sogar mal einen Affen besiegt ohne Gegentreffer. Das Gold hebe ich auf, wenn ich in die nächste Ebene gehe. Wir wollen aber natürlich die ganze Ebene erkunden. Und dabei hoffentlich nicht sterben. Das sind wir die ganze Zeit. Die hier, die bewegen sich nur, wenn ich mich von ihnen wegbewege. Da. Und wie gesagt, einfach auswendig lernen, was die Gegner können. Ich war schon mal besser. Ich will jetzt das Skelett erster machen. So. Jetzt die Fledermaus. Fuck, reingehüpft. Ein guter Multiplier, das ist unten zu sehen unter dem Herz. Hilft natürlich, um mehr Gold zu bekommen. Gold ist alles, was man an Punkten kriegt. Bomb-Immunity plus Bomben. Cool. Kannte ich auch noch nicht. Okay, nochmal ein bisschen Schutz. Hab hier, kann man es nicht kaufen. Ah, wartet mal. Bombe. Da wir ja einen Helm haben, der uns schützt und der die Bombe sofort explodieren lässt, können wir uns Geld holen. So, jetzt haben wir ein Rapier. Und wir haben die Ebene fertig. Ich sehe zumindest keinen Gang mehr. Das ist natürlich der Nachteil von so einem Spiel, wenn man dem Rhythmus bleiben muss. Man kann nicht einfach schneller machen, wenn man nur noch zum Ausgang durch will. Sondern man muss die ganze Distanz mithüpfen. So, jetzt muss ich aufpassen, ich habe ein Rapier. Ja, ich hüpf natürlich auf den Gegner zu, weil ich die Distanz hatte. Und dann habe ich nicht aufgepasst und dann war ich tot. Shit. Naja. Wir gehen mal in die Lobby, weil ich die Musik einfach cool finde. Ist ein bisschen chilliger. Und schon am Anfang schneller. Die Gegner sind auch cool, die bewegen sich nur ganz selten, aber beugen sich vorher runter. Schaut mal den an. Runter, springen. Runter, springen. Und deswegen kann man die eigentlich ganz gut auch lesen, was die machen. Das hier ist ein Spiegelgegner. Oh, und ein Schattenpferd. Ich wollte eigentlich die letzte Runde gerade eben machen, ne? Naja, ich habe ja nur noch ein halbes Herz. Move und Dick. Ist ja geil. Okay, das ist cool. Ich grab alle Felder weg, die schon nah bei mir sind. So, jetzt wirklich. Lobby. Ja, auf jeden Fall Crypt of the Necrodancer, ein meiner Meinung nach recht geiles Spiel. Schwer wie Sau. Man muss viel auswendig lernen. Aber es macht Spaß und es hat einen verdammt geilen Soundtrack. Gibt's bei Steam, ist glaube ich sogar schon länger aus dem Early Access raus. Ich hatte es schon zur Early Access Zeit, also zur Beta Zeit. War auf jeden Fall auch ein ganz geiles Game. Schon zu der Zeit. Ja, das war's aber jetzt wie gesagt mit der Folge Fanzerunterhalt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.